Ich bin die Organisatorin von der Sommerschule Tandem. Das ist eine Sommerschule von der Universität Wien aus. Wir fahren jedes Jahr mit 40 österreichischen Studenten und Studentinnen nach Russland, treffen dort auf 40 russische Studentinnen und Studenten und lernen in dem Tandem-Prinzip nach die jeweils anderen Sprachen. Знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, и совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось. Подсказ. Друзья, это мы. Катюша, батарейка, очи черные, мое сердце. Остановилось мое сердце. Wir leben auch zusammen im Studentenheim. Es ist für uns wichtig, dass die Zimmer auch internationale Zimmer sind, also dass auch in der Freizeit immer das Tandem-Prinzip herrscht. Also Tandem-Prinzip heißt eben, ich bringe dem anderen meine Muttersprache bei. Переводной – это, например, вот, контур стиха с молодости. Каждый новый год должен быть шестью картами. Ну нет, нормально. Ходи от контура. Обычно ходят под мелкими картами или парами. Wie sind die Russen deiner Meinung nach? Sind sie nette Leute? Ja, die Russen. Ist es leicht, Freundschaft zu schließen? Ja, ich glaube so. Also die Russen, die wir getroffen haben, die waren sehr offen und waren sehr leicht. Den meisten. In diesem Jahr hatten wir wirklich ein bisschen Pech, und zwar durch die anhaltende Hitze in Russland. Also es hat schon im Ende Juni, Anfang Juli hat es begonnen, beständig heißer und heißer zu werden, und es gab den ganzen Juli gab es keinen Regen, und wie wir dann Anfang August gekommen sind, dann ist es losgegangen mit den Waldbränden, und genau an dem Tag, an dem wir angekommen sind, ist es eigentlich am schlimmsten geworden, und Nizhny Novgorod war komplett verraucht, also man konnte nicht einmal richtig atmen, und das war natürlich für unsere Studenten ein bisschen ein Schockzustand. Die österreichischen Studenten waren sehr verunsichert. Für mich das war schade, dass viele österreichische Studenten haben zurück nach Wien geflogen. Meine Partnerin war Ulrike, aber sie hat nach Wien zurückgeflogen. Und wir haben viel gleich geweint. Gleich am Anfang, oder? Nein, mit vielen anderen. Mhm. Mit der großen Gruppe. Und du hast geweint? Ja. Ja, hast du sie gern gehabt? Hm? Hast du sie gern gehabt? Ja. Du hast jetzt... Ulrike, du fällst mir! Alle da? Все мужественные, героические! Alle unsere Helden sind da? Мы собрались сегодня, чтобы сказать друг другу до свидания, но не все будут прощаться. Прощаться будут преподаватели и студенты.
Ja, wir haben uns heute hier versammelt, um einander auf Wiedersehen zu sagen. Aber natürlich ist das jetzt momentan nur ein auf Wiedersehen zwischen Studenten und den Lehrern. Австрийские участницы Лидия Штригель. Жму твою руку. Поздравляю. Спасибо. Широкову Илье. Это каша. Это каша. А где каша? Мы же съели. Тут уже, да? А вам каша нравится? Да. А как вы думаете, австрийцам каша нравится? Нет. Нет. Откуда вы знаете? Es ist nicht besonders gut. Da ist doch ein bisschen Kascha in der Butter. Heute ist der letzte Tag und ja, wie fühlst du dich da? Ich bin traurig, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich möchte eigentlich gar nicht nach Hause. Wir sind sehr traurig und ich denke, dass am Abend werden wir weinen. Alle zusammen noch einmal treffen und weinen. Ja. As my conscience seems to be. 3 часа ночи уже. Holla la tia, holla la cu 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 cu, holla la tia, holla la